Ich bin on the road. Ich fahre jetzt nach Bielstein. Aber diesmal das richtige Bielstein, beziehungsweise das deutsche Bielstein. Bielstein, das ist ja in Belgien, das ist der Offroad-Park. Und in Bielstein ist heute die MX Masters und da fahre ich hin, nehme ich euch mit. Erst noch tanken, es sind knapp 120 Kilometer. Ich habe alles im Navi eingegeben und ich freue mich. Aber gucken wir mal da, so schleichen wir mal so ein bisschen rum. So. Tanken. Unfassbar, wie sparsam das Motorrad ist. Und da merkst du erstmal so den Vorteil von einem Motorrad, was wirklich wenig Sprit braucht. Ich bin jetzt hier bei einem Durchschnittsverbrauch von 3 Litern, ohne aufzupassen, was mega ist. Und dann machst du Strecke und tankst dann für 11 Euro ungerade. Das bockt auf jeden Fall. Also das ist richtig cool. Jetzt sind sie also knapp 120 Kilometer. Zur MX Masters, das ist von uns aus gesehen so die nächste Veranstaltung, wo die MX Masters stoppt und fährt und da gucke ich mir natürlich an. Wir haben im Vorfeld ja auch schon mal hier für Monster gedreht, MXGP, das ist schon extrem geil und dadurch, dass wir ja relativ viel Offroad-Content machen dieses Jahr, passt es auch gut zum Thema, wurde ja über viele Jahre etwas vernachlässigt, also kommt jetzt hier so also ein bisschen Hintergrundinfos. Ich werde mal im Fahrerlager rumschleichen, werde mir das alles angucken. Kameramäßig ist natürlich schwierig, das einzufangen, gerade jetzt so mit so einem Mini-Setup, aber ist egal. Hey Leute, ich bin unterwegs, ich freue mich, geilstes Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt. So kann der Tag für mich starten, auf jeden Fall. Du kannst natürlich dieses Stück auch auf der Autobahn zurücklegen. Bin jetzt auch mal ein Stück Autobahn mit der CL gefahren. Das ist allerdings jetzt keine Paradedisziplin von diesem Motorrad. Also man muss immer ein Stückchen fahren, damit man Spaß hat. Und Thema Eifel definitiv auch nicht an einem Wochenende, weil da dann die ganzen Bekloppten unterwegs sind. Allerdings gibt es ja auch da Veranstaltungen, wo man sagt, okay, da muss man mal dabei sein, ne? Und die sind dann eben an einem Wochenende. Gut, ansonsten. Ardennen ist richtig geil zu fahren, das wollen wir auf jeden Fall auch nochmal wiederholen. Wir haben ja damals die Heizkiste gedreht in den Ardennen und das ist mega schön. Das ist so wie Eifel, nur einfach mit viel weniger Fahrzeugen. Und jetzt ist der Fall eingetreten, der öfter eintritt, wenn du mit einem ganz normalen Navi fährst. Montana 700 ist mega gut, wenn ich Tracks fahre mit GPX-Dateien. Allerdings ist die Straßennavigation so, dass sowas hier nicht mit berücksichtigt wird. Nach 800 Metern ist gesperrt, also das heißt, die Umleitung ist meine. Ansonsten ist das Gerät super gut. Ihr hattet ja da mal nachgefragt, das hat einen richtig großen Akku und da kannst du wirklich den ganzen Tag mitfahren mit einer Akkuladung. Du musst jetzt nicht immer ständig eine feste Stromverbindung am Bike haben. Nur mal so, ich drehe um und dann geht es da lang und dann da lang wieder. Jetzt geht's auf jeden Fall über den Rhein. Sehr schön. Am Riesenrad vorbei, hier vorne linke Hand der Kölner Dom und einmal hier Mietchen über den Rhein. Ich habe kürzeste Strecke angegeben, das haben wir jetzt davon. Es sind aber noch 48,5 Kilometer. Schöne Brücke hier. Das Gröbste ist noch nicht überstanden, also es wird noch ein bisschen ätzend bleiben, weil ich ja noch ein Stückchen durch die Stadt muss. Ja, naja. Ich frage mich, was die Autofahrer dazu bewegt, an der Ampel das Wischwasser-Ding, die Spritzchen anzumachen, wenn du mit dem Motorrad dahinter stehst. Wie kommt man denn auf so eine Ideen? Wie kommt man auf solche Ideen? Ich frag's mich echt. Unglaublich. Oh, Leute, das kann ja nicht wahr sein. Das Navi schickt mich wirklich mitten durch Köln, ne? Und ja, so fummel ich mich jetzt hier mitten durch die City. Das ist schon echt der Wahnsinn. Ich glaub's nicht. Ich hab's geschafft. Also die Besiedelung wird etwas fluffiger. Ich bin durch Köln durch und eins ist gewiss, ja, also was man nie machen sollte, mit diesem Montana 700 den direkten Weg zu wählen. Also da fährt er wirklich auch mitten durch.
Ich habe es jetzt geschafft hier bis nach Bielstein. Da ist jetzt die 85er Klasse am Start. Und da halte ich direkt meinen Kopf, weil ich bin echt mega spät jetzt hier am Start. Von daher gucken wir da natürlich direkt mal zu, direkt von außen. Und dann checke ich das mal ab, dass ich mit euch noch reinkomme. Ne? Steht da oben, ich laufe jetzt da runter und nehme euch mal mit. Auf jeden Fall. Ich habe übrigens alles hier an meinen Rucksack gehängt. Jacke und Helm. Und dann kommt jetzt gleich die große Kamera raus. Dann können wir das besser alles im Blick haben. Ne? Aber die Strecke ist mega. Ich hatte den Thilo mal hergeschickt. Da ging es um eine Neufahrzeugpräsentation. Aber die ist echt cool, finde ich. Also ich kenne sie ja nur von dem, was ich geschnitten habe, wo der Thilo gefahren ist. Gewaltig hier. Hier wird jetzt gerade gewässert für den nächsten Lauf. Und da muss ich mal gucken, wer denn jetzt als nächstes fährt. Also, seid gespannt. Oh, hier ist aber die Hölle los. Überall wird gewässert übrigens hier. Die Fest MX Youngsters 20 Minuten plus 2 Runden Lecco Mio. Drei in Richtung Ziel, vorneweg die 70. Echt geil, ich spring mal ins Fahrerlager und schaue mich da noch um. Also ich bin schon am Mitschwitzen, nur vom Zuschauen. Das Fahrerlager ist riesig. Ich habe eben gequatscht kurz, also manche stehen bis auf die Straße raus. Unglaublich. Eintritt 15 Euro, da kann man gar nichts sagen, das ist vollkommen fair. Was hier geboten ist, den ganzen Tag in Action. Also, hey, da ist echt was los hier, auf jeden Fall. Ja, ich schleiche hier mal so ein bisschen rum, durch die Reihen. Alle Hersteller natürlich vertreten, so die großen Teams. Da gucken wir uns jetzt mal kurz an. Und dann ist auch noch Start gleich von der großen Klasse. Oh, mega gut, es ist alles offen hier, du kannst überall hinschauen, richtig gut. Und hier werden die Bikes präpariert, das gucken wir uns natürlich auch an. Also so, während die Youngster noch richtig festhalten, rollen hier schon die ersten Bikes in den Vorstart. Rennen eins von drei Rennen und ja, hier bereiten sich schon alle drauf vor. Ich gehe mal wieder an den Zaun, ein bisschen zugucken und aus allen Himmelsrichtungen die Karren ein. Das ist echt unglaublich. Also wirklich sehr weitläufig alles hier. Ich glaube, um alles gesehen zu haben, musst du definitiv zwei Tage hier sein. So, die Bikes gehen raus auf die Sighting Lab, einmal rumfahren und dann geht es in die Startaufstellung. Max hat diesmal jetzt nicht Platz 1 im Training, sondern Platz 2. Und von daher, es ist alles offen. Es ist jetzt auch nicht so, dass er immer vorne wegfährt, aber dennoch finde ich es gut. Gibt es ein bisschen eine Battle. Das Ganze kann man natürlich auch super bequem in einem Livestream verfolgen. Viel bessere Aufnahmen. Ich stehe hier am Rand und schleiße ein bisschen rum, aber ich finde es trotzdem mega cool. Und auf jeden Fall zum fairen Eintrittskurs kann man sich das auch mal live angucken. Wie gesagt, ist alles offen, du kommst überall rein. Mega gut. Also auch wirklich so ein bisschen international aufgestellt, das Ganze. Jetzt geht es hier gleich an Start. Rennen 1 gibt es dann frei.
So, das wird spannend, auf jeden Fall. Ich laufe ein bisschen hoch. Ja, auch wohl ja. Max Nagel. Der jetzt krass. Von ganz also. Hinten versucht. Also das auch bei den Temperaturen gar nicht so easy, ne? Ich bin jetzt gespannt, wie Max jetzt noch rankommt, vorbeikommt. Also es ist hier ganz schön wild. 32. Okay, da bin ich echt gespannt. War super geiles, spannendes Rennen. Max hat einen Platz 6 noch gemacht, hat noch ein bisschen aufgeholt, aber da wird schon richtig ordentlich, ne? Angezogen hier. Die halten schon richtig fest. Das sieht auch mal richtig wohnlich aus, würde ich sagen, hier. Mit den Thuja-Bäumchen vor der Tür. Sehr cool. Fein, auf jeden Fall. Ja, die großen Teams haben halt alle ihre Zelte hier. Hier wird gereinigt, gemacht, getan. Hier wird alles wieder präpariert für das nächste Race. Und überall auch Trimm-Dich-Räder. Hier zum Beispiel. Also, dass du quasi so deinen Puls so ein bisschen in Wallung bringen kannst, dass du nicht irgendwie kalt aufs Bike kommst. Auch interessant. Und nach dem Fahren gehen die meisten noch aufs Rad und machen da auch noch ein paar Kilometer. Das ist auch echt interessant. Also, so wo jetzt so ein normaler Mensch so irgendwie ein Sauerstoffzelt braucht, gehen die noch ein bisschen aufs Rad und fahren noch ein bisschen. Wie sehen denn eigentlich meine Haare aus hier? Na, guck. So, jetzt ab. Leute, hat sich voll rentiert auf jeden Fall für mich. Ich habe zwei sehr spannende Rennen noch gucken können, obwohl ich erst so spät gekommen bin. Das ärgert mich tatsächlich ein bisschen. Aber ich würde sagen, ich packe jetzt ein. Hier wird präpariert für den morgigen Tag, für den Haupttag. Und dafür, dass es heute einfach schon mal so ein bisschen losgegangen ist, war echt schon richtig was los. Man muss ja bedenken, wenn ich das jetzt filme, es ist parallel auch MotoGP am Sachsenring. Und da hätte ich auch hinkommen sollen, aber zum Filmen ist es immer so ein bisschen echt kompliziert. Wegen der Dorna und so, wegen Bildrechten und. Und da habe ich abgesagt. Da habe ich gesagt, nee, ich komme lieber zum MX Masters, weil hier die Atmosphäre so schön ist, weil man hier überall hinkommt, weil man hier rumschleichen kann. Für mich viel interessanter. So, was ätzend ist, dass ich jetzt hier noch den Berg hochlatschen muss. Das ist wirklich ätzend. Hier hinter mir wird alles top präpariert, wieder für den morgigen Tag, dass hier morgen wieder feste gefahren werden kann. Ich bin morgen schon wieder auf einer anderen Veranstaltung. Also bei mir ist immer relativ stressig, ne? Die ganzen Wochenenden sind jetzt so geballt mit Events, dass ich
an dem einen Tag vom Wochenende woanders bin als am anderen Tag vom Wochenende. Teilweise sind es auch schon mal 3 Veranstaltungen am Wochenende, also freitags woanders wie Samstag und Sonntag. Das ist eben das, was man so nicht so sieht, ne, wenn man auf so eine Veranstaltung kommt. Wie viele Leute dafür zuständig sind, dass hier gefahren werden kann. Also muss man auch mal erwähnen, meist freiwillige Vereinsmitglieder, die hier dann alles geben, um so eine Strecke top zu präparieren, bis wahrscheinlich spät in den Abend. Das sieht alles hier richtig ordentlich aus. Mit großem Gerät wird hier alles glatt gezogen. Und nur dann können die Jungs hier richtig anfeuern. Da steht die Zelle. Da vorne. Ich hab's gleich geschafft. Ich bin gleich bei dir. Ganz unten, jetzt kann man es gar nicht mehr sehen. Bis hier hoch. Verrückt. War ein cooler Tag auf jeden Fall. Etwas schade war es allerdings, dass ich zu spät war oder spät dran war. So würde ich sagen. Ich war spät dran. Und schade, dass ich morgen auch schon wieder was geplant habe, einen anderen Dreh. Sonst würde ich gerne morgen die Rennen auch noch anschauen. Aber hier nochmal der Hinweis, wie gesagt, das ist ja so, wenn ich da rumschleiche, könnten wir natürlich auch coole Aufnahmen machen, müssten aber eine Akkreditierung haben, müssten andere Objektive mitnehmen, andere Kameras, müssten näher ran. Aber zum Glück gibt es ja einen Livestream und ich denke mal, dass auch nach dem Ende des Livestreams die Videos von den Masters gezeigt werden können. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in 3-4 Tagen wieder. Guckt gerne auf dem Kanal in der Playlist, was euch interessiert. Ich würde sagen, wir sehen uns in 3-4 Tagen. Tschüssikowski, bis Danimanski. Ciao.